Einheimische Amphibien, eine kurze Zusammenstellung für Krötenfreunde. Hallo, liebe Naturinteressierte und Freunde. Alle heimischen Amphibien sind gefährdet durch Zerstörung und Verkleinerung ihrer Lebensräume, insbesondere durch die Reduzierung von kleinen Gewässern und von naturnahen Sommerlebensräumen, sowie auch durch Umweltgifte, die von ihrer durchlässigen Haut leicht und folgenschwer aufgenommen werden. Ferner bestehen Gefährdungen durch den Straßenverkehr und durch zahlreiche Fressfeinde, auch durch Fische. Amphibienschutz muss daher vor allem Biotopschutz sein und eine Reduktion von Toxinen. Erst in zweiter Linie sinnvoll sind lokale Maßnahmen an Straßen und Teichen, wie wir sie unser ganzes Leben durchgeführt haben. Im Folgenden wollen wir unsere einheimischen Amphibien in Bild und Wort kurz darstellen, um sie besser zu kennen und damit auch besser schützen zu können. Ihr Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier das Inhaltsverzeichnis als Textfolie zum Nachlesen oder Nachschlagen. Nach einem Vorwort behandle ich zunächst Allgemeines über unsere einheimischen Amphibien, also ihre Abstammung, ihre Klassifizierung, die Verbreitung und Allgemeines über ihre Eigenschaften und ihr Verhalten. Dann folgen im Speziellen die Artenporträts über die häufigen Arten Erdkröte, Grasfrosch, dann unsere Molche, zuletzt die Grünfrösche und einige sonstige. Amphibios heißt auf beiden Seiten leben. Im Jugendstadium leben die Larven im Wasser. Die erwachsenen Tiere sind Wanderer zwischen Süßwasser und Land. Amphibien sind die älteste Gruppe der Landlebewesen. Ihre Vorfahren sind Knochenfische im Devon. Bereits im Wasser entwickelten sich aus starken Flossen vier Gliedmaßen. Das Bild zeigt ein solches Tier, den Acanthus tega. Das ist kein Fisch mehr und er bewegt sich nicht durch Flossenbewegungen, sondern im Wasser durch Bewegungen seiner vier Gliedmaßen mit Schwimmhäuten. Ein ganz anderes Bindeglied zwischen Fischen und Amphibien ist der Quastenflosser. Der Quastenflosser ist ein sogenannter Fleischflosser, der mit seinen starken, muskulösen Flossen sich ähnlich bewegen kann wie mit Gliedmaßen. Der Quastenflosser wurde als lebendes Fossil eher zufällig 1930 auf einem Markt vor Madagaskar entdeckt. Er lebt heute noch in kleinen Gruppen dort an der Ostküste Afrikas. Aus den Devonschichten in Kanada gibt es als Fossil den Tiktaalik, ein merkwürdiges Lebewesen zwischen Wasser und Land. Der Name stammt aus der Inuit-Sprache und bedeutet Quappe. Das Tier gehört noch zu den Fleischflossern, den Sarcopterygii wie die Quastenflosser, besitzt aber bereits Merkmale von Amphibien und scheint sich in Flachwasserbereichen und mit schnappenden Bewegungen an der Landwassergrenze bewegt zu haben. Eine weitere Voraussetzung für Landgänge war die Luftatmung. Diese können wir beobachten in der Entwicklung bei Lungenfischen, von denen es heute noch sechs Arten gibt in Afrika und Australien. Während die Larven noch kleine Kiemen haben, die sich zurückbilden, entwickeln die erwachsenen Tiere relativ einfache Lungen für die Luftatmung. Alle 30 bis 60 Minuten tauchen diese Fische auf, um Luft zu schnappen. Wenn diese Fische zu lange unter Wasser gehalten werden, ersticken sie. Am Anfang noch ein bisschen Theorie und Systematik, später kommen dann die einzelnen Arten. Die Amphibien werden gegliedert in
Schwanzlurche oder Caudata, das sind die Molche und Salamander. Sie stellen etwa 10% der Arten. Die Froschlurche oder Anura, also Frösche, Kröten und Unken, stellen etwa 90% der Arten. Und Schleichlurche, Apoda, können wir hintanstellen, weil sie nicht einheimisch sind und nur 1% der Arten ausmachen. Weltweit gibt es 7000 Arten von Amphibien, in Europa 90 Arten, in Deutschland gibt es 20 Arten und davon 14 Arten von Froschlurchen und 6 von Schwanzlurchen. Amphibien sind auf allen Kontinenten verbreitet, außer auf Antarktika. Der Schwerpunkt liegt aber in den gemäßigten Zonen und in den Tropen, besonders artenreich, sind Süd- und Mittelamerika. Es besteht eine enge Bindung an das Süßwasser, ganz vereinzelt wird auch Brackwasser angenommen. Problematisch für Amphibien sind immer die Polarregionen und die Wüsten. Europa und Deutschland sind benachteiligt, da mehrere Eiszeitschübe die Flora und Fauna hier vertrieben haben. Es resultierte eine Wiederbesiedlung nach den Eiszeiten durch eine artenarme, aber örtlich doch individuenreiche Amphibienwelt. Amphibien sind wechselwarme Tiere und bei Kälte richtig steif und wenig beweglich. Winterruhe halten sie am Gewässerboden im eiskalten Wasser oder auch in frostsicheren Erdlöchern. Amphibien trinken nicht. Die Wasseraufnahme erfolgt durch die dünne und empfindliche Haut. Daher sind sie auch wertvolle Bioindikatoren für Schadstoffe in unserer Umwelt und auch Anzeiger für die Qualität von Lebensräumen. Die Sinnesleistungen sind sehr unterschiedlich bei den Arten. Unbewegte Objekte werden schlecht wahrgenommen, bewegte Objekte dagegen optisch gut wahrgenommen. Einige Arten haben ein schlechtes Gehör, verfügen dafür aber über einen Vibrationssinn. Die Kinder der Frösche, die Larven der Froschlurche, heißen Kaulquappen. Die Kaulquappen ernähren sich pflanzlich. Die Larven der Molche und alle erwachsenen Molche sind Karnivoren, also Fleischfresser. Sie ernähren sich von Würmern, Spinnen und kleinen Insekten, meistens als Lauerjäger. Amphibien haben selber viele Fressfeinde. Ihre hohe Nachkommenzahl soll das ausgleichen. Die Eier liegen in einer Galerthülle. Hormone steuern dann die massive Metamorphose von der Larve zum erwachsenen Tier. Bei den Molchlarven entwickelt sich zunächst das vordere Beinpaar. Bei den Kaulquappen der Frösche entwickelt sich als erstes das hintere Beinpaar. Die Vorderbeine haben 4 Finger und die Hinterbeine 5 Zehen. Die Kloake ist die gemeinsame Ausscheidungsöffnung für Exkremente, Urin und auch die Sexualöffnung. Die Befruchtung findet aber außerhalb des Weibchens statt. Die Männchen geben Laute zur Revierabgrenzung ab und als Lockrufe. Molche zeigen darüber hinaus ein komplexes Balzritual. Manche Arten machen auch Häutungen durch. Soweit also bis hierhin Allgemeines zur Theorie und Systematik der Amphibien. Und jetzt Hinweise zu den einzelnen Arten. Zunächst die Erdkröte, Bufo bufo. Die Erdkröte kommt landesweit vor. Wichtig sind der Schutz ihres Lebensraumes und der Schutz an den Straßen. Merkmale und Verhalten. Männchen werden bis 9 cm lang und Weibchen etwas größer bis 12 cm.
Die Pupillen verlaufen waagerecht mit einer schönen goldenen Iris. Allerdings wird im Alten Testament, im dritten Buch Moses, die Kröte als hässlichstes Tier der Erde beschrieben. Die Erdkröte besitzt Parotiden, Ohrdrüsen und produziert mehrere leichte Hautgifte. Daher immer, wenn wir sie über die Straße getragen und gerettet haben, danach die Hände gut waschen. Die Kröten sind dämmerungsaktiv und standorttreu. Die Weibchen geben nach der Befruchtung zweireihige Laichschnüre mit 3000 bis 6000 Eiern ins Wasser ab und wickeln diese an Wasserpflanzen. Die Larven sind für Fische ungenießbar. Die Kaulquappen gehen nach 3 Monaten gleichzeitig an Land, was der Volksmund als Froschregen beobachtet hat bei den vielen dann auftretenden kleinen Fröschchen. Erdkröten sind nach 3 Jahren geschlechtsreif und haben eine Lebensdauer bis zu 12 Jahren. Viele Fressfeinde stellen ihnen nach, zum Beispiel auch der Iltis. Wenn Erdkröten bedroht werden durch Fressfeinde, zum Beispiel durch Schlangen wie die Ringelnatter, dann nehmen sie eine Abwehrhaltung oder Drohhaltung ein. Sie pumpen sich mit Luft voll und stemmen sich auf ihren Beinen hoch, sodass sie doppelt so groß erscheinen. Hier ein paar Erdkrötenpärchen verschiedener Färbung in ihrem Laichbiotop mit den erkennbaren doppelreihigen Laichschnüren mit den schwarzen Eiern. Wenn sich zu viele Männchen um ein Weibchen bemühen und an diesem festklammern, dann entsteht ein sogenannter Krötenzopf. Wie gesagt, die Intelligenz der Tiere ist doch sehr begrenzt. Dieser Krötenzopf ist nicht ganz ungefährlich, denn wenn das Gewicht zu schwer wird, dann kann er zu Boden sinken und die Tiere können ertrinken. Das zentral umklammerte Weibchen und auch die Partner lösen den Griff selten. Wenn man einen solchen Krötenzopf findet, sollte man ihn ruhig auflösen. Typisch für den Laich der Erdkröten sind diese zweireihigen Laichschnüre, die an Wasserpflanzen befestigt sind. So sieht es ein paar Wochen später aus. Es wimmelt von kleinen Kaulquappen, die sich an Wasserpflanzen aufhalten und dort Algen und andere Pflanzenteile abraspeln. Alle besitzen noch Kiemen, die älteren unter ihnen haben bereits Hinterbeine entwickelt. Jetzt zu der Gruppe der sogenannten Braunfrösche, Frösche mit einer meistens bräunlichen Grundfärbung und gewissen gemeinsamen Eigenschaften. Bei uns in Niedersachsen kommen 3 Arten von Braunfröschen vor. Der häufigste ist der Grasfrosch, Rana temporaria. Sehr selten ist der Springfrosch, Rana dalmatina. Und der Moorfrosch, Rana arvalis, kommt mehr im Osten von Niedersachsen und in Mitteldeutschland vor. Alle diese Frösche überwintern im Wasser oder in frostfreien Höhlen. Merkmale und Verhalten. Die Größe beträgt 7 bis 9 bis 11 cm. Allen gemeinsam ist ein dreieckiger, dunkler Schläfenfleck mit dem Trommelfell. Typisch ist auch die Querstreifung der Hinterbeine. Interessant ist, dass diese Frösche nicht quaken, sondern nur knurren. Die Männchen knurren durch innenliegende Schallblasen und entwickeln zur Paarungszeit Brunstschwielen an den Vorderfüßen, mit denen sie die Weibchen umklammern. Die Weibchen zeigen zur Laichzeit einen weißlich-fleckigen Laichausschlag. Es erfolgt, wie bei Fröschen üblich, eine äußere Besamung. Die Laichballen enthalten dann 1000 bis 4000 schwarze Eier, deren Gallerte quillt auf und die Ballen schwimmen auf der Wasseroberfläche.
Die Kaulquappen entwickeln sich nach etwa 3 Monaten zur Landreife. Sie werden geschlechtsreif nach 3 Jahren und leben bis zu 10 Jahren. Von der variablen Hautfärbung bei Grasfröschen darf man sich nicht täuschen lassen. Hier ein ausgewachsenes Grasfroschmännchen mit allen typischen Zeichen, auch mit der Querstreifung der Hinterbeine, der dreieckige, dunkel pigmentierte Schläfenfleck trägt in seiner Mitte das Trommelfell. Echte Spezialisten und Profis können Frösche und Kaulquappen noch weiter differenzieren und die Arten sogar nach dem Mundfeld bestimmen. Für uns reicht es, dass die Kaulquappen mit diesem Mundfeld die Wasserpflanzen abraspeln. So sehen sie aus. Die Laichballen der Grasfrösche mit 1000 bis 4000 Eiern. Die Gallerte quillt dann mit der Zeit auf und die Laichballen steigen nach oben an die Wasseroberfläche. Es dürfen dann keine Krankheiten und keine Verpilzung dieser Ballen stattfinden. Schließlich verflüssigt sich die Gallerte und die einzelnen Eier und dann die kleinen Kaulquappen werden selber mobil. Die schöne Blaufärbung erfolgt durch Lichtreflexionen in der Haut und tritt nur in der Laichzeit auf und nur bei den Männchen, also Geschlechtsdimorphismus bei diesen Fröschen. Diese schönen, die Moorfrösche, sind bei uns im mittleren Niedersachsen nur lückenhaft vertreten und häufiger in Norddeutschland und in Mittel- und Ostdeutschland. Sie bevorzugen auch überwiegend dauerhafter feuchte Gebiete und Moore. Das sind die schöneren und auch in der warmen Umgebung. Die Moorfrösche mit ihrer schönen hellblauen Färbung der Männchen im warmen Mai, während wir uns bei Hannover im kalten März um die weniger ansehnlichen braunen Grasfrösche kümmern müssen. Rana dalmatina, der Springfrosch, kommt bei uns vor, ist aber sehr selten. Er ist schwer vom Grasfrosch zu unterscheiden. Erkennbar ist er an den längeren Beinen und einer höheren Sprungkraft. Der Teichmolch, Lissotriton vulgaris, früher Triturus vulgaris, kommt landesweit vor, ist ein kleiner, relativ häufiger Molch und ein Kulturfolger. Merkmale und Verhalten. Teichmolche werden bis 11 cm lang. Sie sind schon früh im Jahr aktiv, oft schon im Februar. Der Kopf zeigt dunkle Längsstreifen, daher wird er auch Streifenmolch genannt. Der gelbe bis orangefarbene Bauch ist dunkel gefleckt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Bei den Männchen sind die Flecken größer, bei den Weibchen kleinere Punkte. Die Kloake ist bei den Männchen schwarz und bei den Weibchen dunkelhautfarben. Eine generelle Unterscheidung bei den Molchen ist, dass die Kloakenfärbung bei den Männchen dunkler ist und bei den Weibchen heller, oft eher milchig oder hautfarben. Der gezackte Kamm der Männchen wird nur in Wassertracht gebildet und geht ohne Einkerbung an der Schwanzwurzel weiter. Auch das ist eine wichtige Unterscheidung zum Beispiel zum Kammmolch. Bei den Teichmolchen erfolgt eine äußere Befruchtung nach einem aufwendigen Balzritual mit Tanzen, Fächeln und hormonellen Lockstoffen. Vom Weibchen werden dann mit den Hinterfüßen Blatttaschen gebildet an den Wasserpflanzen und 100 bis 300 Eier dort geschützt hineingelegt. Die Larven verlassen nach 4 Monaten das Wasser und sind mit 2 Jahren geschlechtsreif. Die Tiere werden bis 10 Jahre alt in Gefangenschaft, maximal auch 28 Jahre dokumentiert.
Die Weibchen der Teichmolche sind schwächer gefärbt und besitzen keinen Kamm. Bei allen Molchen ist die Landtracht so, dass die Haut etwas feinkörniger und deutlich trockener ist. Bei den Teichmolchmännchen wird der Kamm in Landtracht zurückgebildet. Charakteristisch für die Jungtiere der Molche, für die Larven im Wasser, sind die Kiemenbüschel, die nur bei Neotenie erhalten bleiben und sich sonst später zurückbilden. Das ist jetzt eine wichtige Unterscheidung. Dunkle Flecken am Bauch haben nur die kleinen Teichmolche und die großen Kammmolche. Die Bergmolche haben einen ungefleckten Bauch. Man beachte hier bei dem Männchen auch die dunkle Färbung der Kloake. Der Bergmolch Ichthyosaura alpestris, früher Triturus alpestris, ist unser schönster Molch. Er ist ein farbenprächtiger Molch und nahezu landesweit verbreitet, in Norddeutschland etwas lückenhaft, bei uns am Deister aber häufig. Merkmale und Verhalten: Die Größe beträgt beim Männchen bis zu 9 cm und bei Weibchen bis 11 cm. Der orange Bauch ist nicht gefleckt. Beim Bergmolch weist die Kloake der Männchen einen schwarzen Fleck auf. Bei den Weibchen ist die Kloake heller. Bei den Männchen ist die Schwanzunterseite dunkel gefärbt wie der gesamte Schwanz. Bei den Weibchen besteht eine orangefarbene Linie an der Schwanzunterseite. Es werden bis zu 250 Eier gelegt. Die Larven bleiben etwa 4 Monate im Wasser. Hier ist die wichtige Unterscheidung. Bergmolche haben keine Flecken an der Unterseite, sondern sind durchgehend gelb-orange gefärbt. Hier zudem die helle, gelblich-glasig-milchige Zeichnung der Kloake und bei den Weibchen auch die orange Streifen an der Schwanzunterseite. Das ist ein völlig normales Bild. Die Larve eines Bergmolches im Wasser mit den Kiemenbüscheln. Bei allen Molchen kommt aber auch manchmal Neotenie vor oder Pedomorphie, das heißt das Beibehalten von Larvenmerkmalen auch beim erwachsenen Tier. Wenn solche Tiere also weiterhin Kiemen behalten als Erwachsene, dann sind sie auch dauerhaft auf das Wasserleben angewiesen. Der Fadenmolch Lissotriton helveticus, früher Triturus helveticus, ist ein sehr kleiner und zierlicher Molch. Er ist sehr schwierig zu unterscheiden von einem kleinen Teichmolch. Bei uns besteht nur ein lückenhaftes Vorkommen. Merkmale und Verhalten: Die Männchen werden bis 8,5 cm groß und die Weibchen bis 9,5 cm. Der Bauch ist gefleckt, aber in der Mitte und an der Kehle meistens ungefleckt. Am leichtesten ist die Unterscheidung der Männchen möglich durch einen bis zu 8 mm langen Schwanzfaden. Dieser besteht aber nur in der Balzzeit in der Wassertracht. Die Kloake der Männchen ist dunkel, die der Weibchen milchig-weißlich. Es werden 450 Eier abgelegt. Die Larven bleiben 3 Monate im Wasser und sind nach 2 Jahren geschlechtsreif. Die Fadenmolche führen wie alle Molche ein Balzritual durch mit Fächeln von sexuellen Lockstoffen, mit Nasenstoßen und Tanz zur Aufforderung zur Aufnahme des zuvor abgelegten Spermapaketes der Spermatophore. Der Kammmolch Lissotriton cristatus, früher Triturus cristatus,
ist unser größter einheimischer Molch. Die Männchen werden bis 18 cm lang und die Weibchen bis 20 cm. Der Kammmolch weist eine grau-schwarze Färbung auf. Der Bauch ist orangerot und gepunktet, also ähnlich wie beim Teichmolch und anders als beim Bergmolch. Als einziger Molch fühlt sich der Kammmolch ölig feucht an. Die Männchen entwickeln in der Wassertracht und nur in der Wassertracht, also nicht an Land, einen gezackten Rückenkamm mit einer Unterbrechung an der Schwanzwurzel. Das ist eine Unterscheidung zum Teichmolch. Auf diesem Bild sehen wir die gepunktete Bauchseite des Kammmolches, ähnlich wie beim Teichmolch, nur dass die Flecken größer sind und anders als beim Bergmolch, der ungepunktet ist. Wir können auch gut sehen, die helle, milchig-weiße Kloake eines Weibchens, die kann allerdings auch orangefarben sein, beim Männchen ist die Kloake schwarz. In der Balzzeit zeigen die Männchen eine perlmutt-silbrige Bandfärbung an den Schwanzseiten. Die Weibchen legen 200 bis 300 Eier in sorgfältig gefaltete Pflanzentüten. Die Larven der Kammmolche sind auffallend groß, bleiben etwa 4 Monate im Wasser und sind mit 3 Jahren geschlechtsreif. Die Grünfrösche oder Wasserfrösche bilden die Gattung Pelophylax. Die genetische Einordnung und Systematik ist noch sehr unsicher und umstritten. Die Grünfrösche quaken laut, anders als unsere Teichfrösche oder die Moorfrösche, und zwar weil sie außenliegende Schallblasen besitzen, die als Resonanzkörper dienen. Bei uns kommen im Wesentlichen 3 Arten vor: der kleine Wasserfrosch, der Seefrosch als größte Art und der Teichfrosch als eine Hybridart dazwischen. Dieses Bild zeigt ein Pärchen des kleinen Wasserfrosches, Pelophylax lessonae, die kleinste Art und relativ weit verbreitet. Hier sehen wir den Seefrosch, Pelophylax ridibundus, die größte Art der Grünfrösche. Dann gibt es noch den Teichfrosch, Pelophylax esculentus, also den essbaren Frosch. Der Teichfrosch ist eine Hybridform, ein Bastard, eine Mischform aus den beiden Elternarten, dem kleinen Wasserfrosch und dem Seefrosch. Er ist in der Größe variabel und liegt mit der Größe und mit seinen Eigenschaften zwischen den Elternformen. Eigentlich ist der Teichfrosch eine unfruchtbare Hybridform. Durch genetische Tricks mit diploiden und triploiden Chromosomensätzen, die jedem seriösen Genetiker die Haare zu Berge stehen ließen, sind die Teichfroschpopulationen aber doch stabil und sogar fruchtbar. Hier eine Gruppe Teichfrösche auf dem Weg zu klassischer Bildung. Unter Sonstige habe ich für uns Naturbeobachter noch 2 Tiere hinzugefügt, die bei uns leider selten sind. Einmal den Laubfrosch, Hyla arborea, ein sehr kleines Tier. Und dann den Feuersalamander, den schönen Salamandra salamandra, der bei uns leider auch selten ist. Zum Abschluss wünsche ich viel Freude bei der Beobachtung der Tiere und viel Erfolg bei ihrem Schutz. Ihr Dr. Hans-Jürgen Alexi.